Hallo, hier ist Philipp von Invest Research und ich möchte euch heute Who Says Elephants Can't Dance von Louis Gerstner vorstellen. Das ist ein sehr, sehr berühmter und erfolgreicher Manager in der USA und er ist bekannt geworden, auch im Massenpublikum, indem er IBM wieder auf Vordermann gebracht hat und hat da eigentlich einen sehr, sehr guten Job gemacht und es gilt so ein bisschen als Musterbeispiel für eine erfolgreiche Transformation für ein Unternehmen, was massive Probleme bekommen hat. IBM war eine der erfolgreichsten Firmen weltweit, vielleicht sogar die meist bewunderte Firma, weil sie die sogenannte Mainframe-Revolution getrieben hat und hat aber dann massive Probleme bekommen, weil der PC auf den Markt gekommen ist, wo sie keine Produkte hatten und sich das Feld auch komplett gewandelt hat. Ja, davor, diese Mainframe waren Riesenmaschinen in irgendwelchen Kellern und danach hatte irgendwie plötzlich mit dem Personal Computer jeder Mitarbeiter seinen eigenen Rechner. Jetzt sehen wir aktuell wieder mit der Cloud wieder den Trend, dass es wieder einen Riesenrechner gibt, der aber nicht mehr im Keller steht, sondern irgendwo, wo kein Mensch genau weiß und es sind dann irgendwie Zehntausende. Und was er richtig gemacht hat, zumindest für die damalige Zeit, dass er IBM vor allem dann als Service-Firma neu aufgestellt hat, dass IBM einfach der erste Berater für die Kunden waren, die eine IT-Transformation machen wollten und dann konnte man die eigenen Produkte oder auch andere Produkte empfehlen. Und er ist natürlich auch die Kultur angegangen. Also er war davor bei einem Kreditkartenunternehmen und war einfach sehr, sehr agil. Dann gibt es so das Beispiel, wo er angefangen hat. Alle hatten irgendwie weiße Hemden und er hat ein farbiges Hemd gehabt. Und beim nächsten Treffen hatten alle farbige Hemden und er hat ein weißes Hemd gehabt. Also er hatte aber auch durch Offenheit und durch richtige Entscheidungen einfach so die, sag ich mal, diese bürokratische Kultur angegangen, ne? Was man nur durch Exempel statuieren machen kann. IBM ist da so ein bisschen zum Inbegriff, der auch, sag ich mal, langsam Firma geworden. Ne? Also ich lese auch immer so gern solche Bücher, nicht nur Investmentsachen, weil man da einen guten Einblick in eine Firma bekommt und auch gerade in Industrien. Man kann es auch jedem empfehlen, der in dem Sektor investiert oder vielleicht sogar IBM-Aktien hat. Allerdings hat IBM natürlich jetzt wieder andere Probleme und er ist auch nicht mehr im Unternehmen, aber ist auf jeden Fall sehr, sagen wir, unterhaltenswert, ja? Und man kann ein paar Sachen mitnehmen. Wenn ihr das Buch kaufen wollt, findet ihr, wie gesagt, wie immer auf Amazon, ist unten verlinkt oder einfach direkt suchen.